Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, heute bin ich bei Glasgow 1770 Single Malt Scotch Whisky Limited Edition Release für Kirsch Import Germany Exclusive. Yay, Sherry Butt, 708 Flaschen, 322 habe ich und das, was ich nicht wusste, war 0,7 Liter Flasche. Hätte ich eigentlich wissen müssen, denn immer bisher waren diese Fläschchen hier vom Glasgow 0,5, nicht 0,7. Und das Problem war, als ich meine Flaschenteilung dazu gemacht habe, habe ich 0,7 geteilt. Doof gelaufen für mich. So, ich werde das wie immer vergleichen, wie ihr das so kennt von mir. Und ich habe gedacht, wenn ich eine neue schottische Distille habe, warum nicht nehme ich eine neue australische Distille, der auch eine Kirsch-Only-Exclusive ist. Der hat allerdings 62,1%, kostet 80 Euro. Der hat hier 55,7%. Und Apere ist der australische Begriff für Sherry. Die dürfen nicht Sherry nehmen als Begriff, weil es geschützt ist, wie Parmesan und wie Champagner und so weiter. Und deshalb nehmen sie das. So, Whisky Base Nummer 168005. Nice. Also, das ist jetzt Plastik. Seht, er hat ein bisschen Haptik wie Metall. Fühlt sich ein bisschen schwer an, aber ist es nicht. Und auch diese Kupfernote oder diese Kupferfarbe spiegelt sich überall, auch in der Verpackung und auch hier wieder. Was für eine tolle Farbe. Und jetzt sind wir bei das Problem. So, diese Flasche wurde schnell ausverkauft. Und dann der Ausgabepreis, ich habe da praktisch jetzt hier die Flaschenteilung gemacht, mit einem Preis von 79,90 Euro. Und dann wurde schnell alle Flaschen weg. Und dann wurde natürlich die Menschen, die gierig sind und haben das online getan für 120 bis 150 Euro, habe ich bei Whisky Base gefunden, für die Flasche, die ursprünglich 79 Euro kosten sollte. Das für eine Halbliterflasche, das bei 150 heißt das, es ist eine... ist das, wie alt ist der? Der ist 3 Jahre alt, glaube ich, oder? Der ist knapp 3, knapp 4, keine Ahnung, steht nicht drauf. Der ist keine 5 Jahre alt und der würde denn damit 300 Euro pro Liter kosten bei 150. Ich finde es jetzt schon bei 160. Einfach mal viel zu teuer. Das war wenigstens eine 0,7 Liter Flasche. Hat auch die 80 Euro gekostet. Farblich tun sie sich, glaube ich, auch hier nichts. Lass uns sehen. Oh, doch, der Glasgow ist ein bisschen dunkler. Holen wir unser Blatt Papier hier dazu. Guck mal das an. Das kann man sogar erkenntlich zeigen. So, interessant, interessant. Also, das war ein Sherry Butt und das war ein Apera. Cask Release, das war nur 246 Flaschen denn dazu. Jedes Mal, wenn ich eine neue Distillery habe, möchte ich gerne mein Buch nachschlagen. Und das Problem ist, dieses Distillery ist noch nicht im Hauptteil. Diese Distillery wird immer noch aufgeführt bei den New Distilleries. Auch weil bei denen, die bisher noch nicht mal was destilliert haben zum Teil. Und deshalb muss man zu Glasgow hingehen. Sie haben eine Kapazität mittlerweile von 500.000 Liter. Das ist identisch mit dem, was die Kapazität wäre von St. Kilian, wenn sie 24/7 fahren würden. Und alles kommt aus Deutschland, alles ist kahl. Und was sie da haben, ist tatsächlich hier, wie viel waren das denn hier? Haben die von ihrer, die haben ein Mashton, die haben hier eine Mini-Fermentierung, eine Mindestfermentierung von 72 Stunden. Die haben 14 Washbacks mit 5 Liter jeweils und die haben 2 Wash Stills und die haben 2 Spirit Stills. Was sie hatten, war jeweils nur eine und dann haben sie dann 2019 im November das praktisch dann ergänzt und die sind in ein Industriegebiet dort in Hillington Business Park dort in Glasgow. Und der 1770 ist eine Erinnerung an dem, was damals der erste Gründung von der ersten Distillerie in Glasgow. So, Kirsch hat tolle Connections zu dieser Distillerie. Die haben keine richtige Besucherzentrum, man kann durch Connections hinkommen, aber die haben da kein Visitor Center, wo man dann da Tours bekommt. Aber die haben tolle Connections, sie haben gesagt, wir wollen einen Single Cask für Deutschland haben und siehe da, ein Hit. Bisher gab es der Zweifach Distilliert, Unpeated, es gab der Zweifach Peated Distilled und es gab der Dreifach Unpeated Distilled.
Der zweifach destilliert fand ich gut. Der Peated, naja, fanden einige Leute toll. Ich bin kein Torfan. Und der dreifach destillierte war für mich echt eine Enttäuschung. Das war so eine hellblaue Dose denn da. Schauen wir mal, was das hier uns sagt und bringt. Eine nette, dunkle Trauben-Nuss-Sherry-Moment. Gefällt mir. Diesen Trauben-Nuss-Sherry ist absolut auf den Punkt gebracht. Schön. Hier, einen Moment. Ich habe noch diesen Geruch von dieser in der Nase. Ich eiche mich, indem ich meinen eigenen Geruch versuche, dann da einzuatmen. Hier ist ein bisschen fruchtiger. Hier habe ich ein bisschen mehr eine rote Grütze. Moment. Aber hier, diese schöne, schöne. Ich habe Vanille. Ich habe eine amerikanische Eiche, als ob es neu wäre bei dem Sherry Butt. Und diese Nusstraube. Also ich betone es nochmal. Nusstraube. Schön. Kann ich irgendwelche Tasting Notes hier lesen? Matured in the finest casks. Also, liebe Leute, das ist eine Einzelfassabfüllung. Warum habt ihr Mehrzahl auf der Rückseite? No. Also, always non-chilled filtered, immer nicht kältefiltriert und nur Naturfarbe. Glasgow 77 ist eine Single Malt of Sublime, of göttliche Qualität. Das jetzt hier eine neue Welle von Whisky hervorhebt aus Glasgow. Yay. So, genau, hier. Dunkle Früchte, Shortbread und Spice. Naja, gut. Ja, 0,5 Liter, Leute. Nicht vergessen, nicht vergessen. Ganz wichtig. 62,1%. Nicht vergessen. Allerdings an der Nase habe ich das vergessen. Das riecht nicht nach 62,1%. Würdest mir sagen, das ist 48, würde ich sagen, könnte so sein. Das ist schon krass cool. Das ist 55 und der hat mehr Spritzigkeit. Also da würde ich wirklich wissen wollen, ob das hier zweifach oder dreifach destilliert ist. Steht nicht drauf. Ich nehme an, dass es zweifach destilliert ist. Aber da, wo man sowieso beides machen kann, wer weiß. Weil es so weich und so einfach so seidig ist. Okay, cheers. Aber ich rieche ein Tick Jugend. Ich bilde mir es ein. Oder ist es einfach mal, weil ich weiß, wie jung der ist. Aber ich würde diese Whisky nicht auf 12 oder 18 Jahren tippen, aber irgendwie zwischen 8 und 10 würde ich schon denken. Tschüss, 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 tschüss. Ein bisschen Feuer, aber echt weniger als ich dachte für 62,1%. Wie gesagt, würde jemand mir jetzt hier sagen, 55%? Jo, könnte auch so hinhauen. Wow. Der hat was, der ist gut. Der ist relativ schlicht. Wenig Transitions, wenig Übergänge. Aber das, was der Grundcharakter ist da und geht einfach so durch. Wow. Hut ab, Respekt. Also ist das eine 100. 60 Liter oder 160 € pro Liter Flasche. Nee, so gut ist er nicht. Aber es ist schon cool, Teil dieser Geschichte vom Anfang an dabei zu sein. Und wenn ich richtig informiert bin, ist tatsächlich hier diese Abfüllung der allererste Single Cask vom Glasgow 1770. Okay, ich gehe mal rüber nach Australien. Auch ein Single Cask Release von Starward. Australian Whiskey hier in der interessante jetzt hier Apera
Das ist der Sherry-Fass praktisch aus Australien, was man nicht nennen darf. Genau wie es Port in Kalifornien gibt und Port auch in Australien gab, so hat man das einfach mal ein bisschen umbenannt und versucht, ein bisschen spanischer freundlich zu sein und weniger Klagen ins Haus zu bekommen. Ja, also gleichzeitig schlucken und reden ist nie eine gute Idee. Ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt hier. Der ist zwar ein arg bisschen komplexer, ja, aber irgendwie gefällt mir diese Töne, die hier angesprochen werden, mehr. Es ist ein kleines bisschen wie Jazz. Also wenn es zu Fusion oder Funk Jazz geht, wo einfach die Töne ein bisschen daneben sind, nicht, dass da irgendwas ist. Aber dass es ein bisschen Rhythmus nicht mehr erkennbar ist, dann ist das hier ein bisschen in diese Richtung. Das ist ein bisschen mehr durcheinander. Und das ist hier wie ein Smooth Jazz, wo einfach ein Rhythm und ein bisschen Bass und einfach mal relax angesagt ist. Gut, ein bisschen Wasser hier rein, wahrscheinlich ein bisschen viel Wasser erst einmal. Und zu sehen, was denn da passiert. So von 62 ungefähr dann auf 55 runter, vielleicht 53. Also diese frisch geschnittene Holz habe ich mehr und mehr. Ich bleibe bei meinen schokoladeüberzogenen Trauben. Und mein Sherry verschwindet ein bisschen mehr Leder tritt im Vordergrund. Ich kann nicht sagen, das ist kein PX, das ist keine Rosine. Und ich kann auch nicht sagen, dass es hier tatsächlich eine typische Liebstockel ist vom Ololoso. Das scheint irgendeine, und das ist immer noch meine Theorie jetzt hier, es gab irgendwelche Sherryfässern, die extra gemacht wurden, indem das schnell Farbe gibt. Aber der Geschmack ist zweitrangig. Vorrangig ist Farbe. Cheers. Da kommt echt mehr Süße mit durch. Ich bin lange noch nicht bei 40, aber der ist so gefällig und das ist so rund und so seidig. Wow. Also ich bin positiv überrascht. Jetzt muss ich echt überlegen, was gebe ich denn? Also ich bin irgendwie bei einem 2 Minus angekommen und das ist schon eine mächtig coole Benotung her. Ich möchte den einfach mal töten mit Wasser. Das heißt, ich werde jetzt hier so viel Wasser reintun, dass er möglicherweise auf 30% runter verdünnt wird, vielleicht sogar 25, um da einfach mal zu sehen, was sich alles denn da verbirgt hinter diesem Whisky. Ach, der hält seine Farbe echt gut. Cheers. Auch an der Nase bleibt alles. Wow. Sowas von konzentriertes Zeug hier. Wow. Oh, da die Jugend kam einer. Oh, ganz kurz. So, nice, nice, nice. Oh, guck mal, ich bin doch jung. Nice, nice, nice. War wirklich wie ein Monster, der ganz kurz. Kennt ihr das bei Filmen, wo ab und zu mal, es gibt so, was ist das, 28 Bilder pro Sekunde? Und da kann man ab und zu mal eine ganz kurz reinblenden. Und das war irgendwie, wo war der denn? Wäre der wieder weg. Aber der war ganz kurz da. Und ich habe den auf 30% höchstens reduziert. Und das ist schön, das ist eine richtig kraftvolle, nette, dickflüssige Moment. Wow, also da kriegt ein 2 Minus von mir. Preis-Leistung, also ich gehe nicht von den Preisen aus, die jetzt abgerufen werden, denn Kirsch hat damit nichts zu tun. Also Kirsch, die das jetzt hier auf den Markt geschmissen hat, glaube ich, hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 79,90 € dann da gegeben und ich werde mich auch daran orientieren. Und auch da gar sage ich mal, das ist ein Vierer-Whisky von Preis-Leistung. Das ist viel zu teuer für 0,5 € 0,5 Liter Flasche, Leute. Der ist zwar gut, aber da würde ich lieber von mir aus hier. Also ich greife einfach mal nach hinten hin. Also das schmeckt besser. Ja, also sorry.
Und das ist billiger. Okay, ich könnte verschiedene andere Sachen greifen. Also, der 15 Jahre Glengarry schmeckt besser, ist billiger. Du kriegst den für 70 Euro, 79 Euro für 0,7 und auch noch mit einer Altersangabe. Also, und ich könnte weiter. Also, ich würde behaupten, würde, dass mein Craig Arachie 13, der keinen Sherry-Einfluss hat, mir besser schmeckt als das hier. Einfach weil ich diese Abfüllung einfach liebe. Mein Glendronach, 15 Jahre alt, das ist das Letzte, was ich habe. Also, ich nehme einfach mal ein Schlückchen davon, weil wir sind in der ähnlichen Preiskategorie. Allerdings, wir sind hier bei 0,7 wieder, ja? Also, was würde ich lieber haben? Würde ich lieber ein Glendronach 15 haben oder möchte ich lieber eine Limited Edition Glenglassow? Der Schwester Distillerie vom Glendronach. Glassow 1770. So, einmal mal noch einmal einschenken. Einfach ein bisschen Zeit geben. Also die tun sich echt nicht so viel, wie ich gedacht habe. Nur hier ist frisches Holz vorhanden. Interessant. Und den Geschmack? So viel besser, Leute. Also kauft euch einen Glendronach 15, wo es noch diesen Preise gibt. Der ist sowieso ausverkauft, kriegt es sowieso nicht mehr. Ich bin ein bisschen spät dran mit meinem Video, sorry. Aber trotzdem ist das cool, was da aus Glasgow kommt. Trotzdem ist es cool, was die neuen Destillerien rausbringen. Frage des Tages. Also, Aaron ist unser ältester Jüngling. Aaron ist mittlerweile 25 Jahre alt. Welche Distillerie, der jünger ist aus 10 Jahren, könnt ihr empfehlen? Also nach 10 Jahren sollte man schon etwas auf den Markt gebracht haben und sollte man schon, gut, wenn man nicht Dachmill heißt, sollte man schon ein bisschen Erfahrung gemacht haben. So, welche Distillerie, der schon 10 Jahre mindestens auf dem Markt ist, könnt ihr empfehlen? Ich habe hier nichts zum Greifen. Coswolds aus England kann ich absolut empfehlen bisher. Fast alles, was sie da haben. Jim Swan hat die absolut tollen beraten damals, auch mit ihren STRR-Fässern. Und auch jetzt hier Kingsbarn. Grain to Glass, also Dream to Dram heißt es denn da. Auch Kingsbarn kann ich empfehlen. Es gibt tolle Sachen da draußen, die kommen werden. Welche gefällt euch am besten? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Liken, falls noch nicht. Auf diese Glocke draufhauen, falls noch nicht. Kommentare hinterlassen, falls noch nicht. Abonnieren, falls noch nicht. Und immer wieder einfach mal hier reinschauen. Jeden Tag, schon seit über 3 Jahren, gibt es ein Video von mir. Werkstags, montags bis samstags, 17:30 Uhr, sonntags ein Livestream mit hier, Whiskey Jason, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners und ein Gast. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.